Zu seiner Zeit als Fußballspieler war Lothar Matthäus dafür bekannt, seine Meinung auch mal lautstark kundzutun. Auch nach dem Ende seiner Profikarriere hat er diese Eigenschaft nicht abgelegt, wie ein Video beweist, das derzeit bei YouTube kursiert. Darin ist zu sehen, wie Matthäus vor laufender Kamera einen Moderator des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera angeht. Anschließend setzt er das Streitgespräch am Telefon fort, am anderen Ende der Leitung vermutlich der Programmdirektor. Der Grund für den Ausbruch des derzeitigen Trainers der bulgarischen Fußballnationalmannschaft ist bisher nicht bekannt. Technische Probleme könnten der ganz profane Auslöser gewesen sein. Es gibt jedoch auch dieses Gerücht. Al Jazeera hatte für das Hinspiel der Champions-League-Begegnung Inter Mailand gegen Bayern München den Ex-Interspieler Alessandro Altobelli als Experten ins Fernsehstudio geholt, hier rechts im Bild. Lothar Matthäus wurde eingeladen, das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena zu analysieren. Und er ging an die Decke, als er Altobelli an seiner Position stehen sah. Was auch immer der Grund für den Ausraster von Matthäus war, unfreiwillig komisch ist das Video durch die schmeichelhaften Englischkenntnisse des Rekordnationalspielers allemal. Doch sehen Sie selbst. Wait, all your respect. I stay only in Munich for this fucking job tonight because I cancel my, I come down. Sorry. You give me nothing. Sorry. You think you can play with me? I'm not a child. I respect you a lot. I respect you don't respect me now in this moment. Okay, finish. It's okay. Sorry. Hello, my friend. I like to explain you something. I changed my plan to make a favor for Al Jazeera to Mr. Nasser. I cancel my trip to London today. For tomorrow. Sorry. You don't want to result it anymore for me. Sorry. I cannot accept this what you was doing today. First, you must to prepare yourself better. This is the first. And I lose. In this moment where I'm travel around the world and I have my plan to go to London, now I must go tomorrow, yes, to be here for nothing. I was here.